Im Sommer 1939 beginnt Walter Hachenburg aus Bremen ein filmisches Tagebuch. Die Zeit scheint ihm bedeutsam zu sein, aus politischen und ganz privaten Gründen. Denn im Sommer 1939 war Walter Hachenburg frisch und schwer verliebt in Gretel, seine junge Frau. Immer wieder hat Walter Hachenburg sich auch selbst in Szene gesetzt. Hier beim Rasenmähen vor seinem Haus in der Stader Straße. Halt mal eben die Kamera, hat er dann wohl zu seiner Frau gesagt. Hannelore und Ernst Dünnbier aus der Bremer Neustadt sind über 90 Jahre alt und können sich an das erste Kriegsjahr in Bremen noch lebhaft erinnern. Sie helfen uns, die Orte zu finden, an denen Walter Hachenburg seine Aufnahmen gemacht hat. Das ist nämlich nicht immer so eindeutig wie hier. Das ist die kleine Weser. Ja. Das ist der Tierhof. Und das ist also die Altstadtseite, die Schlachte. Ja. Da. Die Aufnahmen zeigen das Bremen ihrer Kindheit und Jugend, das Bremen ihrer letzten unbeschwerten Jahre. Ja, das kenne ich auch. Ja. Was sagen diese Bilder denen, die damals dabei gewesen sind? Das wollten wir von den Dünnbiers wissen. Denn es gibt nur noch wenige Zeitzeugen, die Bremen so gesehen haben. Außerdem haben wir die Aufnahmen Schülern aus der Bremer Neustadt gezeigt. Einem Geschichtsleistungskurs. Wir wollten wissen, wie sie auf Jugendliche wirken, für die diese Zeit nicht mehr ist als ferne Vergangenheit. Und der Bremer Filmhistoriker Dietem Knauf half uns, die Aufnahmen zu bewerten. Der Bremer Ratskeller, die Wallmühle, das Parkhotel am Holler See. Touristen klapperten damals offensichtlich die gleichen Sehenswürdigkeiten ab wie heute. Walter Hachenburg mit seinem speziellen Blick fürs Alltägliche beim Einkaufsbummel durch die Sögestraße. Schuhe kaufen. Er begleitete seine Frau sogar mit der Kamera zum Frauenarzt bis vor die Tür. Sein persönliches, freudiges Ereignis des Jahres 1939. Wir bekommen ein Baby, schreibt er da in schönstem Sütterlin. Was geht Ihnen denn so durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen? Ja, dass ich sage, das war nicht alles schlecht, es war auch einiges Schönes dabei und ja, was heißt, was mir durch den Kopf geht. Und man erkennt so wenig wieder, weil sich so viel umgestaltet hat. Im Laufe der Jahre, da verliert sich einiges. Also die Familie scheint vom Krieg nicht so benachteiligt zu sein. Also später ja, also wie Sie gerade erzählt haben, aber während dieser Zeit, also ich finde, es wirkt alles sehr glücklich und die Familie wirkt auch wie eine musterdeutsche Familie zu der Zeit einfach. Also ich war auf der einen Seite total fasziniert von den Bildern und auf der anderen Seite auch irritiert. Was mich fasziniert hat, war, es sind gute Filmaufnahmen, sie sind in Farbe und Hachenburg hat offensichtlich sehr viel Qualität als Filmemacher gehabt. Also die Bilder finde ich wunderbar. Was mich irritiert hat, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit und welcher Normalität dann die Texttafel eingeblendet wird, der Krieg fängt an. Walter Hachenburg hatte auch das Bedürfnis, Zeitgeschichte festzuhalten. Heute weiß man, wie die Zeitungen damals die Wahrheit verbogen haben. Deutschland hatte den Krieg entfacht. In den Zeitungen sah es mehr nach Notwehr aus. In Bremen begann die Mobilmachung der Bevölkerung. Walter Hachenburg war ein Unternehmer aus dem Ostertor. Er betrieb ein Geschäft für Schildermalerei und Leuchtreklame neben dem Bremer Theater. Heute würde man sagen, er hatte eine Werbeagentur. Hier bringt er gerade Leuchtreklame an.
Leuchtreklame, das war damals neu und sensationell. Hachenburg war damit sehr erfolgreich und wurde geradezu berühmt. Der Name hatte also einen guten Klang und deshalb gibt es ihn heute noch. Hachenburg Leuchtreklame sitzt in Achim bei Bremen. Obwohl die Firma seit dem Verkauf von Walter Hachenburg mehrfach den Besitzer gewechselt hat, der Name blieb. Eine Art Vermächtnis. Den Menschen Walter Hachenburg hat hier keiner mehr kennengelernt. Aber eine langjährige Mitarbeiterin hat ein paar alte Glasnegative gefunden und in Ehren gehalten. Hier sitzt Walter Hachenburg zwischen seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Hachenburg war ein Pionier seiner Branche, sagt man auch heute in der Firma. Er war ein Begriff in Bremen, aber auch in Deutschland. Denn wenn aus dem Ausland ein Brief kam, da stand drauf Hachenburg Deutschland, dann trudelte der hier in Bremen ein. Also war die Firma sehr, sehr, sehr bekannt, denke ich mal. Und auch die erste Lichtwerbefirma überhaupt in Deutschland. Also die Lichtreklame fing eigentlich mit Glühbirnen mal an, sodass man eigentlich viele Glühbirnen aneinander gesetzt hat, um entsprechend was zu beleuchten. Und über diese Technik, weil sie nicht fließend gewesen ist, keine gute Lichtstreuung hatte, kam dann nachher die Sonderfertigung von Hochspannungslampen. Die Buchstaben wurden nachgeformt. Da hatte die Firma Klempner und Schlosser. Und die wurden also der Form nachgearbeitet und man hat mit Hochspannungsleuchtstoffröhren beleuchtet oder ausgeleuchtet. Hachenburgs Filmtagebuch zeigt, wie der Krieg den Alltag der Familien mehr und mehr bestimmt. Sein Sohn in Uniform der Hitlerjugend nagelt Hinweisschilder für den Ernstfall an. Man unterweist sich gegenseitig im Gebrauch der Gasmasken. Der Propaganda in den Zeitungen kann sich Hachenburg offensichtlich nicht entziehen. Er will seinen Beitrag leisten. Er sammelt das Winterhilfswerk, bin ich ziemlich sicher, also zur Unterstützung von Notleidenden. Das war ja auch immer so eine Aktion, um die Volksgemeinschaft zu stärken, zusammenzuschweißen. Es gab ja dann immer so Suppenessen, Eintopf, einmal die Woche für Bedürftige und so weiter. Ja, und dann so eine Texttafel dazwischen, der Frohsinn in der Welt der Kinder. Ehrlich gesagt, wenn ich das dann sehe, glaube ich das sogar, ne, dass die Kinder mit ihrem Spielen, ihrer Beschäftigung eigentlich wenig tangiert sind von diesen Kriegsgeschichten. Ne. Und auch im Übrigen, wenn man jetzt mal abgesehen von solchen Paraden, Jungvolk und sowas, sieht man ja 39, 40 noch nicht wirklich viel im Stadtbild. Trotz der Kriegsvorbereitungen wirkt Familie Hachenburg erstaunlich angstfrei auf den Bildern. Täuscht der Eindruck? Die Fotos von Zeitgenossin Hannelore Dünnbier senden eine ähnliche Botschaft. Sie war Bremer Eliteschwimmerin. Optimistisch blickte sie als junge Frau in die Zukunft. Wir waren zwar in der Hitlerjugend, weil wir ohne Mitgliedschaft nicht starten durften beim Wettkampf. Wir waren im Schwimmverein, trainierten da. Und wenn Wettkämpfe waren, dann mussten wir in der Hitlerjugend sein, sonst durften wir nicht starten. Und daraufhin bin ich bloß reingekommen. Meine Mutter war ganz gegen den Nationalsozialismus. Ich sollte nicht rein. Und dann hätte ich als 14-Jährige nicht mehr schwimmen dürfen. Das wäre schlimm gewesen. Ja, es ist sehr viel schlimmer gemacht worden, als es wirklich war. Also manchmal möchte ich dazwischenholen und sagen, ihr seid ja gar nicht dabei gewesen. Ihr wisst das ja gar nicht. Ich bin kein Nazi oder so irgendetwas. Aber es waren auch schöne Sachen dabei. Für die selbsternannte deutsche Volksgemeinschaft war der Krieg noch weit weg. Noch ein zweiter Amateurfilmer aus Bremen hat uns Farbfilme aus der Zeit um 1939 hinterlassen, Franz Böhm. Wohlhabend, reiselustig, hier filmte er in Hannover die Herrenhäuser Gärten, kurz vor dem Krieg. Auch er hatte Interesse an seiner Zeit, weil er mittendrin war, geriet ihm so manch schauderlich skurrile Szene vor die Kamera. Farbfilme waren zu dieser Zeit die absolute Ausnahme. Nur sehr wenige konnten sich dieses Hobby leisten.
Man sollte nicht vergessen, dass Film teuer war. Gerade Farbfilme kosteten ungefähr 10 Minuten 250 Mark zu der Zeit. Ein Industriearbeiter hat ungefähr 150 Mark verdient. Da kann man schon sehen, dass auch Film sozusagen eine soziale Auslese bedeutete. Also von der Perspektive her, vom sozialen Milieu her, musste man schon einige finanzielle Mittel haben, um überhaupt zu filmen. Große Vorbereitungen für den Führerbesuch, der aber abgesagt wird. Hachenburg und Böhm waren 39, beide mit ihrer Kamera zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Hitler hatte sich in Bremen angekündigt, die Stadt war vorbereitet. Hachenburg hatte ausnahmsweise einen Schwarz-Weiß-Film eingelegt. Doch Franz Böhm hatte einen Farbfilm dabei. Und erst so können wir erkennen, welch wuchtigen Eindruck die Nazi-Flaggen damals auf die Betrachter gemacht haben müssen. Trotz aller Ehrenflaggen, Hitler stieg in Bremen nicht aus, er fuhr einfach weiter. Nach dem Krieg waren viele darüber froh, konnte man doch behaupten, Hitler mochte Bremen nicht, er hat die Stadt kein einziges Mal besucht. Umgekehrt aber mochte Bremen Hitler, die Bilder zeigen es. Dem Geschichtsleistungskurs der Schule am Leibnizplatz fällt zunächst einmal auf, wie fröhlich und gelöst die Menschen auf den Bildern wirken. Recht unwörtlich auch, so ein bisschen, auch wenn man den Kontext jetzt weiß, was danach passiert ist und so, wie glücklich die sind und wie selbstverständlich die einfach diese ganzen uniformierten Personen auf der Straße und man hat dann auch gesehen vom Bahnhof und so und die Hakenkreuzflaggen, wie selbstverständlich die das hinnehmen einfach und da gar nicht drüber nachdenken, weil das so zum Straßenbild gehört einfach offensichtlich schon. Also das hat mich vor allem irgendwie ein bisschen gewundert. Franz Böhm hatte in Bremen eine Reparaturwerkstatt und er vertrat Fiat in Norddeutschland. Böhm und Hachenburg, zwei wohlhabende Bremer mit dem gleichen Hobby. In einer Filmsequenz von Franz Böhm gerät wohl zufälligerweise Walter Hachenburg ins Bild. Er ist gerade damit beschäftigt, Scheiben auszutauschen. Hachenburg zieht 1939 seinen feldgrauen Rock wieder an. Der Filmchronist zeigt erste kriegsbedingte Maßnahmen. Verdunkelung ist ab sofort Pflicht. Was auf sie zukam, ahnten die Bremer wohl trotzdem nicht. Ich bin 1939 in Chemnitz gewesen zu deutschen Jugendmeisterschaften im August, Ende August. Und als wir zurückfuhren, so am 29. August oder so irgendwas, da kamen uns alles Züge mit Panzern und mit Soldaten entgegen, die gingen nach dem Osten zu. Da haben wir gesagt, die gehen ins Manöver. Haben wir doch nicht geahnt, dass ein paar Tage später der Krieg ausbrach. Da haben wir überhaupt nicht dran gedacht an sowas. Als man die Bunker baute und so, das haben wir alle gehört, eine Vorsichtsmaßnahme, falls mal irgendjemand kommt, was von uns will. Aber haben uns gar nichts weiter dabei gedacht. Es gab zwei Maßnahmen. Einmal war das, wegen Luftgefahr den Boden entrümpeln. Ja. Nicht die Dachböden. Das war also eine Großaktion von den Parteien her mit Unterstützung der Hitlerjugend und der SA, die Bodenentrümpelung. Damit also beim sogenannten Bombenschaden oder zu erwartenden Bombenschaden nicht da oben alles anfing zu brennen. Das zweite war, es wurde also nicht befohlen, also empfohlen, in jedem Haus einen Luftschutzraum einzurichten. Und es wurde eine Kellertür wurde also als Blechtür umgestaltet und von außen wurden also Klappen vor die Fenster gemacht. Und das war dann also der sogenannte Luftschutzraum im eigenen Hause. Was für unsere Generation heute ja ganz unverständlich ist, dass Krieg offensichtlich Bestandteil war für viele Menschen in ihrer Biografie. Der Erste Weltkrieg war gerade 20 Jahre her. Und Krieg war offensichtlich etwas Gewöhnliches, gehörte dazu. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass 1939, 1940 für viele in Bremen der Krieg weit weg war. Es sei denn, ihre Männer oder Söhne sind eingezogen worden. Aber Bremen selber ist vom Krieg in dem Sinne eigentlich noch gar nicht betroffen gewesen. Walter Hachenburg auf dem Weg in die Kaserne. Er wird eingezogen, muss aber nicht mehr an die Front. Dafür ist er wohl zu alt. Wo mag die Kaserne gewesen sein? Ehepaar Dünnbier kann helfen. Das ist aber nicht in der Neustadt. Nee, das ist eine Altstadt irgendwo. Ach, die Kaserne. Hier, die Kaserne in der Neustadt. Hier war ja, die Kaserne war ja hier, wo jetzt die Anlagen sind. Wo der Kinderspiel, der Hügel ist, der.
Beim Südbad, beim Bad Süd hinten. Tatsächlich, ein Gebäude der alten Kaserne steht noch. Dort ist die Oberschule am Leibnizplatz untergebracht. Und wenn man genau hinsieht, dann kann man Details auf den alten Bildern auch heute noch erkennen. Wo heute Dieter Knauf entlang geht, nahm vor über 70 Jahren Walter Hachenburg seinen Weg in die Kaserne. Ja, hier war früher die Kaserne am Neustadtswall, ein für die Bremer politische Geschichte sehr wichtiger Ort. Hier war das 75. Hanseatische Infanterieregiment stationiert, Major Kaspari. Hier wurde der Soldatenrat 1918 gegründet und hier nahm sozusagen die Bremer Räterepublik ihren Anfang. Der Rasen hinter der Schule war damals Exerzierplatz. Hachenburg hat hier Schützengräbenanlegen geübt. Unser Geschichtsleistungskurs lernt also an einem historischen Ort. Den Alltag der Bremer vor dem Krieg haben Schüler und Lehrer so noch nicht gesehen, obwohl das Thema Nationalsozialismus in der Schule intensiv behandelt wird. Das, was man über diese Zeit erfährt, in den Dokumenten, in den Materialien, die wir auch im Unterricht behandeln, natürlich immer die schlimmen Seiten darstellt, die Deportationen, die Gewalt, natürlich den Kriegsausbruch, dann zeigen wir eher die Front. Und wenn wir die Heimatfront zeigen, dann eben auch eher die negativen Sachen. Die kommen ja hier im Film auch vor. Aber sie sind in einer Art und Weise inszeniert, dass man so denkt, irgendwie, ja, das ist eben der Alltag. Die stehen morgens auf und ziehen eben nicht ihre Alltagskleidung an, sondern sie ziehen eben die Uniform an. Und das ist eben ein Teil ihres Lebens plötzlich. Und das ist ganz normal. Und das ist, finde ich, teilweise so, ja, auf der einen Seite total überraschend, auf der anderen Seite ja eigentlich auch, ja klar, das Leben ging weiter. Die Menschen haben weiter beim Bäcker Brötchen gekauft und die Menschen haben weiter Dinge getan, die so eben Alltag sind. Der Alltag geht ja weiter. Während Hachenburg den Wandel der kleinen Dinge im Alltag filmte, hier zeigte, dass Studenten als Ersatzschaffner eingesetzt worden sind, war Franz Böhm hier rechts im Bild mehr an den großen Gesten interessiert. Er war Mitglied des nationalsozialistischen Kraftfahrkorps NSKK. Der war Hitler direkt unterstellt und nahm an Aufmärschen in Bremen teil. Im NSKK trafen sich vor allem Kfz-Meister und Handwerker. Und auch diese wohlgenährten Bremer wollten sich auf den Ernstfall vorbereiten. Harmlos und ahnungslos waren diese Männer nicht. Als die Bilder entstanden, war in Bremen schon Entsetzliches passiert. Zensur, Verfolgung, Mord. In Bremen haben Nazis in der Pogromnacht 1938 mehr Juden erschlagen als in jeder anderen deutschen Stadt. Ich glaube, die Haltung der Mehrheit des deutschen Volkes war im Wesentlichen geprägt von einer antidemokratischen Haltung, von einer obrigkeitshörigen Haltung, von einer antisemitischen, antikommunistischen Haltung und übersteigerten Nationalismus. Das heißt, man brauchte gar nicht jetzt Anhänger der NSDAP zu sein, um bestimmte Dinge zu ignorieren, nicht wahrzunehmen oder auch gut zu heißen, wie eben die Pogrome gegen die Juden oder die Verfolgung politisch Andersdenkender. Franz Böhm kam gebürtig aus Polen, aus Bielitz. Kurz vor dem Krieg zeigte er seiner Familie seine alte Heimat. Neben einem schönen Karussell filmte er polnische Juden im Vorfeld ihrer Vernichtung. Traditionell gekleidete Juden, schon hinter Stacheldraht. Wohl nicht mehr als eine Kuriosität für die Besucher aus Bremen. In Bremen waren die Juden zu der Zeit ebenso entrechtet, vertrieben oder deportiert. Die waren also irgendwann verschwunden und der alte Firmenname lief weiter und sie waren weg. Ja. Guck mal, wie aber es hat aber seltsamerweise jetzt wohl danach gefragt, haben wir gar nicht gefragt, wo die weiter geblieben sind. Nein. In Nachhinein haben wir nicht erfahren, was sie damit gemacht haben, nicht? Ja. Das ging ja fast alles immer bei Nacht und Nebel, das ist... Das wussten wir nicht. Verfolgung, Vertreibung, kein Thema auch für Walter Hachenburg, zumindest im Film.
Er zeigt, wie die Kriegswirtschaft organisiert wurde. Der Mann mit den Lebensmittelmarken kommt. Besser, man behandelt ihn gut. Herbst 1939. Ein letztes Mal ist Walter Hachenburg in der Stadt in Uniform mit der Kamera unterwegs.